Willkommen zurück. Heute lernen wir einen ersten Algorithmus kennen, der kürzeste, schnellste Wege in Graphen berechnet. Statt schnellster Weg werde ich auch manchmal kürzest sagen, kürzest bezüglich Fahrzeit. Die Grundidee ist ganz einfach. Wir beginnen in einem Startknoten. Ich nenne den immer S. Und nehmen Sie an, Sie wissen schon, wie Sie vom Startknoten in, sagen wir mal, 30 Minuten zu einem Ort A kommen können. Nehmen Sie nun weiter an, es gäbe eine Kante von A nach B, über die die Fahrzeit 5 Minuten ist. Dann ist es klar, wie Sie in 35 Minuten von A nach B kommen können, nämlich von Start nach A nach B kommen können. Sie fahren erst in 30 Minuten nach A und dann über die Kante von A nach B. Und da kommen 5 Minuten dazu, deswegen sind Sie in 35 Minuten vom Startknoten in B. Die Idee ist nun, dass wir diese Regel immer wieder anwenden, solange wir eine Verbesserung sehen. Das führt zu folgendem Algorithmus. Wir sagen, am Anfang wissen wir, dass wir in 0 Minuten von Start nach Start kommen können. Für alle anderen Knoten wissen wir noch gar nichts. Das heißt, zu den anderen Knoten ist die Fahrzeit am Anfang unendlich groß. Ja? Also am Anfang wissen wir, in 0 Minuten kommen wir von Start nach Start und wir wissen noch gar nicht, wie wir von Start zu irgendeinem anderen Knoten kommen. Das merken wir uns, indem wir sagen, die Fahrzeit zu den anderen Knoten ist noch unendlich. Und dann wenden wir immer wieder diese Regel an, nämlich wenn wir von Start nach A in x Minuten kommen können und es gibt eine Straße von A nach B, auf der wir y Minuten brauchen, dann wissen wir, wir können nach B kommen in x plus y Minuten und das heißt, das Beste, was wir für B dann können, ist das, was wir vorher schon wissen und das x plus y, also das Minimum von x plus y und schon die bekannte Fahrzeit nach B. Und diese Regel wenden wir immer wieder an, solange wir eine Fahrzeit verbessern können. Wenn wir keine Fahrzeit mehr verbessern können, dann hören wir auf. Und dann werden wir sehen, dass wir in der Tat alle schnellsten Fahrzeiten von Start aus berechnet haben. Bevor wir uns das überlegen, machen wir ein Beispiel. Also hier ist unser Graph. Hier ist Start. Wir möchten hierhin, aber wir werden wirklich die Fahrzeiten zu allen Knoten ausrechnen. In diesem Beispiel sind alle Straßen Einbahnstraßen, das habe ich durch die Pfeile gezeigt, und die Fahrzeiten sind an den Graphen, an den Kanten angegeben. Also, wir könnten etwa sagen, weil wir, das wissen wir auch schon am Anfang, in 0 Minuten, ja, und für alle anderen wissen wir unendlich, ja, also wissen wir noch gar nichts. Ich schreibe das mal hierhin bei A, hierhin bei C, und hier bei Ende. Also das ist, was wir am Anfang wissen. Dann könnten wir etwa sagen, wir kommen in 0 Minuten von Start nach Start und in 35 Minuten von Start nach B, deswegen in 35 Minuten von Start nach B. Weil wir in 35 Minuten nach B fahren können und es eine Straße gibt von B nach C, könnten wir in 45 Minuten nach C fahren und deswegen in 55 Minuten zu unserem Zielknoten. Wir könnten aber auch sagen, wir können von Start nach A kommen in 10 Sekunden, in 10 Minuten und dann von A nach C in 33, also in 43 nach C und von A nach B kommen wir in 20 weiteren Minuten, das heißt in 30 Minuten sind wir in B. Haben jetzt einen neuen Weg kennengelernt, der schneller ist als der vorherige. Also es ist besser über A zu fahren nach B. Weil wir in 30 Minuten nach B kommen und es diese Straße von B nach C gibt, die 10 lang ist, können wir in 40 Minuten nach C kommen. Aber wir wissen schon, ja, wir wissen 43, also es ist besser.
Wir könnten dann sagen, etwa von Start nach C kann man auch direkt fahren und das dauert nur 5 Minuten. Also in Wirklichkeit kommen wir auch in 5 Minuten nach C. Dann könnten wir sagen, in weiteren 10 Minuten kommen wir zu Ende. Das heißt, wir sind 15 Minuten bei Ende. So, jetzt prüfen wir mal alle Kanten nach, ob sie uns eine Verbesserung erlauben. Also etwa von A gibt es die Kante nach B und es wäre 10 plus 20, das wissen wir schon. Von A nach C gibt es 10 plus 33, wir wissen schon was Besseres. Von B nach C gibt uns einen Weg von 40, wir wissen schon was Besseres. Von Start nach C gibt es den Weg von 5, den wissen wir. Von Start nach A gibt es diese Kante der Länge 10, wir wissen, dass wir in 10 nach A kommen können. Von Start nach B gibt es diese Kante der Länge 35, weil wir wissen 30, wir wissen was Besseres. Und von C nach Ende gibt es diese Kante der Länge 10 und das heißt, wir haben eine Fahrzeit von 15, auch das wissen wir schon. Also jetzt keine Verbesserung mehr möglich. Der Algorithmus hält an. Statt hält an sagt man auch terminiert oder stoppt. Auf der nächsten Folie habe ich den Algorithmus nochmal in Pseudocode aufgeschrieben, damit wir ihn wirklich ganz genau formulierend haben. Also am Anfang setzen wir die Distanz von S, von dem Startknoten, auf 0 und für alle anderen Knoten setzen wir die Distanz auf unendlich. Dann, solange es eine Kante UV gibt, also hier haben wir eine Kante von U nach V und die hat eine gewisse Fahrzeit, Zeit UV, das wäre die Fahrzeit über diese Kante. Und wir schauen uns an die Distanz von U, zählen drauf, das Zeit UV, vergleichen es mit dem, was wir schon wissen für den Knoten V und falls es kleiner ist, dann setzen wir die Distanz von V auf die Distanz von U plus Zeit UV. Das machen wir, solange es eine Kante gibt, die uns zu einer verbesserten Fahrzeit führt. Wenn es keine Kante mehr gibt, die zu einer verbesserten Fahrzeit führt, dann hören wir auf. Wir haben nun unseren Algorithmus kennengelernt, einen ersten Algorithmus, der kürzeste Wege berechnet. Wenn wir einen Algorithmus haben, stellen sich immer zwei Fragen. Die erste Frage ist die Frage nach der Korrektheit. Tut der Algorithmus das, was er tun soll? Also hier in unserem Fall findet er immer die schnellsten Wege von Start zu allen anderen Knoten. Das ist die erste Frage, Korrektheit. Die zweite Frage, wie lange dauert das? Wie lange braucht der Algorithmus, um die Antworten zu berechnen? Das ist die Frage nach der Effizienz oder der Laufzeit. Okay, schauen wir uns das für unseren Algorithmus an. Zunächst mal für die Korrektheit. Wir überlegen uns zunächst, dass es immer gilt, dass dieser Distanzwert größer gleich ist der schnellsten Fahrzeit von S nach V. Ja, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil dieser Distanzwert immer der Fahrzeit auf einem Weg entspricht. Wir pflanzen ja Fahrzeiten fort. Wir sagen, wir wissen schon, wie wir in einer gewissen Zeit von Start zu einem Knoten U kommen können. Ja. Und dann sagen wir, jetzt hängen wir noch die Kante von U nach V dran und haben dann einen Weg von S nach V. Das heißt, die Distanzwerte sind immer Fahrzeiten von Wegen. Naja, und wir suchen nach der schnellsten Fahrzeit.
Deswegen bedeutet das, die Distanzzeiten, die wir so kennen unterwegs, sind immer mindestens die schnellste Fahrt, sind mindestens so groß wie die schnellste Fahrt. Man kann nicht kleiner werden. Jetzt ist die zweite Behauptung, wenn der Algorithmus anhält, dann haben wir Gleichheit. Ja, dann ist die Distanz gleich der schnellsten Fahrzeit von S nach V. Wieso ist das so? Nehmen wir etwa an, wir haben hier einen Knoten V und dieser Weg hier von S über A, über B, über C, über V, das ist der schnellste Weg. Am Anfang wissen wir, dass die Fahrzeit von S nach S 0 Minuten ist. Für alle anderen wissen wir am Anfang unendlich. Irgendwann schauen wir uns diese Kante hier an. Und wenn wir uns diese Kante anschauen, dann bekommt A seine, dann entdecken wir den schnellsten Weg von S nach A und A bekommt als Wert die Distanz von V Wert, von A Wert, die schnellste Fahrzeit. Wenn wir uns danach die Kante von A nach B anschauen, danach, also nachdem wir die schnellste Fahrzeit nach A bestimmt haben, danach die Kante von A nach B anschauen, dann wird in dem Moment die Distanz von B gesetzt auf die schnellste Fahrzeit nach B. Ja? Wenn wir uns danach die Kante von B nach C anschauen, dann wird in dem Moment das C gesetzt auf die schnellste Fahrzeit von B nach C, von Start nach C. Jetzt müssen wir uns noch eine Sache überlegen. Wieso kann es nicht passieren, dass wir aufhören und den schnellsten Weg noch nicht entdeckt haben? Nun, das würde in unserem Fall bedeuten etwa, wir hätten den schnellsten Weg nach B entdeckt, aber den schnellsten Weg nach C hätten wir noch nicht entdeckt. Das heißt, in dem Moment wäre die Distanz von C größer als der schnellste Weg von S nach C. Also die Fahrzeit auf dem schnellsten Weg von S nach C. Das bedeutet aber, an dieser Kante hier haben wir noch Ungleichheit. Denn der schnellste Weg nach C hat Fahrzeit Distanz von B plus Fahrzeit von B nach C. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätten wir noch Distanz von C ist größer als Distanz von B plus Fahrzeit von B nach C. Das heißt, wir würden noch nicht aufhören und irgendwann dann die Distanz von C auf den richtigen Wert setzen, nämlich auf die schnellste Fahrzeit. Wenn wir uns danach, nachdem C die richtige Fahrzeit bekommen haben, irgendwann die Kante von C nach V anschauen, dann bekommt auch V den richtigen Distanzwert und wir haben den schnellsten Weg von S nach V bestimmt. Also, nochmal das Argument. Wenn wir uns die Kante von S nach A anschauen, bekommt A seine richtige Distanz, die richtige Fahrzeit. Wenn wir uns danach die Kante von A nach B anschauen, bekommt B seine richtige Distanz. Wenn wir uns danach die Kante von B nach C anschauen, kriegt C seine richtige Distanz und so weiter. Und deswegen kriegen alle Knoten irgendwann ihre richtige Distanz. Damit haben wir die Korrektheit gezeigt. Wie steht es jetzt mit der Laufzeit? Bevor wir das machen, hier eine Aufgabe. Wir nehmen nun an, die Fahrzeiten können auch negativ sein. Also etwa in meinem Beispiel habe ich diese Kante, habe ich eine negative Fahrzeit von minus 20 gegeben. Und dann wäre etwa die Fahrzeit über diesen Weg hier jetzt 10 minus 20 plus 10 plus 10, also 10. Und die Frage jetzt, funktioniert der Algorithmus immer noch? Also ist der Algorithmus immer noch korrekt?
Und was Sie jetzt machen sollten ist, erstmal probieren Sie es an dem Beispiel aus. Ja, also erstens ausprobieren. Und zweitens Argument, den Korrektheitsbeweis, das Korrektheitsargument. Überprüfen. Die zwei Sachen sollten Sie jetzt tun. Nicht fort in meiner. Kommen wir zur Effizienz. Ich habe hier ein Beispiel gemacht. Also hier ist Start. Wir möchten hierher nach T. Die Fahrzeiten über die Kanten sind 0. 0, 0, also der schnellste Weg, wir sehen das, ist in 0 Minuten kommt man von S nach T. Hier gibt es aber auch noch andere Kanten und die haben Längen 4, 2 und 1. Und was wir etwa tun könnten in unserem Algorithmus? Wir könnten erst über diese Kante fortpflanzen und entdecken, dass es einen Weg der Länge 4 gibt zu diesem Knoten hier. Deswegen entdecken wir, dass es einen Weg der Fahrzeit 6 gibt zu diesem Knoten. Und deswegen gibt es einen Weg der Fahrzeit 7 zu T. Wir könnten von diesem Knoten aber auch über die untere Kante fortpflanzen und würden dann decken einen Weg der Länge 6 entdecken. Wir könnten von dem Knoten hier statt oben fortpflanzen, auch untenrum fortpflanzen und würden sagen, dann können wir hierher auch in 4 kommen. Weil wir hierher in 4 kommen und diese Kante der Länge 1 gibt, können wir hierher kommen in 5 nach T. Von 4 könnten wir aber auch unten rum gehen und deswegen können wir in 4 Einheiten nach T kommen. Wir könnten aber auch sagen, von S gehen wir unten rum und entdecken dann einen Weg der Länge 0, der Fahrzeit 0 zu diesem Knoten hier, zu dem ersten Knoten. Wir könnten dann oben rum gehen und entdecken einen Weg der Länge 2 zu dem rechten Knoten und deswegen einen Weg der Länge 3 zu T. Wir könnten auch wieder unten rumpflanzen und entdecken einen Weg der Länge 2. Dann könnten wir von hierher unten rum fortpflanzen und entdecken einen Weg der Länge 0 zu dem Knoten. Wir pflanzen wieder oben rum fort und decken einen Weg der Länge 1. Wir pflanzen unten rum fort und entdecken einen Weg der Länge 0. Das heißt, die Fahrzeit nach T wird 8-mal geändert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen das Beispiel ein bisschen größer. Wir machen das noch dazu. Und obenrum ist es 8 und untenrum ist es 0. Wenn ich genau das Gleiche mache, ich pflanze erst immer obenrum fort, dann beginnen wir hier bei 15. Also, und dann machen wir genau das Gleiche. Also wir haben hier 8 und dann kommt das dazu. Und das heißt, wir gehen 15, 14, runter bis 8, dann sagen wir, wir können aber auch unten rum gehen und dann machen wir es wieder so, dann kommt die 7 und so weiter. Das heißt, ein Ort mehr und die Laufzeit verdoppelt sich. Sowas ist exponentielles Wachstum. Also wenn sich die Problemgröße ein Ort mehr, das Problem wird um 1 größer, aber die Laufzeit verdoppelt sich. Exponentielles Wachstum ist ein Killer. Ja? Bei 4 Orten hatten wir 8 Änderungen. Bei 5 Orten haben wir 16 Änderungen. Bei 6 Orten haben wir 32 Änderungen. Bei 7 Orten haben wir 64 Änderungen. Das sind noch kleine Zahlen. Aber dann, bei 21 Orten haben wir 1 Million Änderungen. Bei 41 Orten haben wir mehr als 1 Million, also mehr als 1000 Milliarden Änderungen. Ja? Das heißt, mit meinem Rechner, der 10 hoch 9 Operationen pro Sekunde macht, bedeutet das, 21 Orte gehen noch flott. Aber 41 Orte dauern schon sehr, sehr lange und auf keinen Fall, ja? Also mit diesem Algorithmus geht Europa auf keinen Fall. Ja? Denn erinnern Sie sich, Europa hatte ein paar Millionen Knoten.
Und hier schon bei 41 Knoten ist explodiert die Laufzeit. Wir brauchen also etwas Besseres und das werden wir in der nächsten Vorlesung sehen.